Danke vielmals. Tun Sie nichts, was nachher vielleicht bereuen. Werte Festgäste, Herr Bundeskanzler, Herr Minister, liebe Freunde, ganz lieber Wolfgang Ambros. Ich bin ein schlechter Chronist. Es war mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit vor 47 Jahren, also im berühmt-berüchtigten 1968, als ich in die höhere grafische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, damals gewissermaßen das Gut Eiderbichl für junge Gymnasialgescheiterte, entsorgt wurde. Ich sah und sehe seit damals mit sukzessiv verschwimmender Deutlichkeit vor mir, wie ich in den ersten Tagen dieses neuerlichen Schulversuches den Pausenraum des Institutes betrat, in dem, heute muss man das dazu sagen, geraucht werden durfte, bemerkte ich einen mich zunächst tief befremdenden Mitschüler, der mürrisch in pubertärer Unproportionalität die ganze Verachtung für die Bereitschaft zur Revolte gegen die Leistungsgesellschaft ausstrahlend, was heißt ausdünstend, abgeschieden in wölfischer Einsamkeit. Eine Chitan ohne Filter, nachlässig im Mundwinkel, in einer Ecke stand. Er war sehr schlank, ging fast schon ins Magere, war von besorgniserregender Blässe, trug senffarbene Hosen mit Bügelfalten und einen großzügig, ja verschwenderisch geschneiderten weinroten Bläser mit, und das ist mir heute noch unvergesslich, polierten goldfarbenen Metallknöpfen. Er wirkte, unterstrichen von einem spitzigen, erkerartig hervortretenden Leptosomen-Kehlkopf und wildem, chaotisch gelocktem Drahthaar wie eine gelungene Karikatur eines Existenzialisten. Es war, wie sollte es aus gegebenem Anlass auch sonst sein, der Laudandus, der hier und jetzt zu lobende Wolfgang Ambros. Wie wir ins Gespräch kamen, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich jedoch ganz genau, dass er bereits in den ersten Minuten unserer Annäherung zunächst jede etwa aufkeimen wollende Philanthropie in mir tot machte. Indem er seinen Blick über die Schüler- und Professorenschar in diesem Pausenraum gleiten ließ, einen tiefen Zug von seiner Chitan machte und mit Rauch umwabendem Antlitz und belegter Stimme sagte: Der Höfte Faschisten. Ich sagte: Und sonst? Er: Lauter Spießer. Aber nicht nur das Menschenfreundliche in mir metzelte er damals dahin, sondern auch mein Weltbild zurechtgezimmert, nicht zuletzt aus meinem Musikgeschmack. Ich äußerte einmal, dass ich unter anderem Fan von Dave D, Dosey, Bicky, Mick and Titch wäre und er sagte abweisend: Kommerzler. Und in der lange wachsenden Freundschaft wollte ich sie nicht aufs Spiel setzen mit Frank Zappa, Jimi Hendrix, The Yardbirds, The Cream und andere mir bis dato nur peripher geläufige Musikgruppen zu befassen. Diese Unduldsamkeit gegenüber meinem divergierenden Musikgeschmack, ja mehr noch, dieses rigorose Verdammen desselben machte und macht, ich fürchte und hoffe gleichzeitig, diesen Wolfgang Ambros aus, weil sich seine despotische Haltung nicht nur gegen persönliche Musikvorlieben richtete, sondern gegen jeden anderen Lebensentwurf.
Ich wagte Anfang erst nach einem kurzen, fragenden Blick auf die Miene des Wolfgang Ambros, mich zu irgendetwas zu äußern. Zeigten seine Züge oder sagte er gar, er ließe etwas gelten, so konnte ich es ruhigen Gewissens auch gelten lassen. Denn der Laudandus teilte die Welt und alle ihre Emanationen in Leiband und nicht Leiband ein. Das größte Lob, das er einem Gegenstand zollen konnte, war sehr leiwand. Das führt mich zu einem kurzen anekdotischen Exkurs. Als ich vor etwa 2 Jahren bei einem Austropop-Massenauflauf anlässlich eines Abends von Stefanie Werger in der Wiener Stadthalle auf großer Bühne auch 2 Lieder unleugbar umjubelt. Singen durfte und danach zurück in den Backstage-Bereich kam, sagte W. Ambros, wie er ganz am Anfang ja hieß, sachlich und in keiner Weise enthusiasmiert, fehlerlos. Es war dies das größte Kompliment, das ich jemals von ihm bekommen habe. Nicht leiwand und schon gar nicht sehr leiwand, aber immerhin. Aber wie sollte sich ein Mensch, ein Künstler, in kürzester Zeit zur Legende wandelnder, auch zu einem lobhudelnden Menschen entwickelt, wenn er ab seinem 20. Lebensjahr nach seinen ersten Erfolgen überwiegend von Menschen umgeben war, die ihm auf die Schulter klopften und alles egal, was er von sich gab oder tat, selbst wenn er nur sagte, es ist halb 8, das mit einem Pfarr-Superwulferl quittierte. Dieses unangenehm anbiedernde, vereinnahmende und ranschmeißerische Wolferl. Dieses durch das Anhängen des Diminutivs Erl an Wolf, dieses Wolfgangsein, dieses Wolfsein eben in die Harmlosigkeit, in die Bagatellisierung, in die Verhaberung zu verhätscheln, habe ich immer schon herabwürdigend empfunden. Ich wurde und werde noch immer wieder gefragt von Menschen, die schon ich nur beiläufig kannte und kenne, wie geht's denn dem Wolferl? Von Menschen, die in Wahrheit nicht einmal Herr Ambros sagen dürften, so gar nicht waren und sind sie mit ihm bekannt oder gar befreundet, um von ihm als Wolferl sprechen zu dürfen. Hier ist es interessant, je weniger Menschen, die mit W. Ambros bekannt sind, desto leichter geht ihnen dieses Wolferl über die Lippen. Wer hätte noch nicht von Massensprechchören im Rahmen groß angelegter Ambros-Konzerte gehört, die aus tiefster Brust durchaus guttural Wolferl grillten. Auf der anderen Seite ist dieses Wolferl aber ein unwiderlegbares Indiz dafür, wie Wolfgang Ambros die Seele der Menschen durchdrungen hat. Während es andere durchaus namhafte Künstler in diesem Land nur bis zu einem saloppen der oder die vor ihrem Zunamen bringen, ist es nur wenigen gegönnt, mit dem bis zum vollständigen Verlust des Distanzgefühls verzärtelten Vornamen in Besitz genommen zu werden. Eine untrüglich österreichische Disziplin zu zeigen, wie nachhaltig seine Präsenz, seine Musik, sein Impetus das Publikum bewegte, ja berührte. Und dabei war er beim Bewegen und beim Berühren in keiner Weise zimperlich. Er war nie beifallheischend oder in sonst einer Weise gefällig oder gefallsüchtig. Im Gegenteil, er war sperrig, überbordend ehrlich und er verstellte sich nie. Mir wurde berichtet, dass bei einem Auftritt in einem fränkischen Dorf, in einer ebensolchen Halle, das ansonsten ausufernd akklamierende Publikum bei einem Lied mit eher nachdenklichem Inhalt und vielleicht ein wenig sperriger Form nur leidenschaftslos applaudierte. Darauf W. Ambros, na das habe ich mir immer so vorgestellt. Und gleich darauf, bevor er mit dem nächsten Lied begann, und eine hässliche Halle, da ist auch eine schwere Niederlage.
Weil weiter oben die Rede war von, er verstellte sich nie. Eine wesentliche Facette des Wolfgang Ambros und seines durchschlagenden Erfolges war und ist Authentizität. Dieses unverrückbare Ich-Selbst-Sein, das kriecherisches Verstellen, um was auch immer zu erreichen, a priori ausschließt. Ein kompromissloses Annehmen seiner selbst, resonierende Selbstverliebtheit und letztlich leichtfüßige Beratungsresistenz, basierend auf seinem Bauchgefühl, auf einer egozentristischen Empathie, haben den Ambros immer die richtigen Entscheidungen treffen lassen, zumindest was die künstlerischen angeht. Entscheidungen, denen der Erfolg schließlich immer recht gegeben hat. Für mich ist und war er gewissermaßen der John Wayne, wenn mir diese schiefe Metapher gestattet ist, der John Wayne unter den österreichischen Populärmusikern, mit dem man ohne weiteres den Dialog führen könnte. Ich, reiten wir nach Santa Fe, die Sonne putzen. Er, aber zuerst lass uns in Arizona die Kakteen rasieren. So ein gelebter Charakter und ein so praktizierter Blick auf die Welt sind Vorbild für viele Menschen, die durch gewissermaßen der linearen Kausalitäten seiner Kompositionen, seiner Interpretation derselben und dem Mythos des Wolfgang Ambros Sein in Bewunderung und Loyalität vielleicht nicht gerade erstarrten, aber innehielten und staunten. Denn da sang, da sprach, da lebte einer, der den doch oft undeutlichen, ja dumpfen inneren Monolog der breiten Masse in Melodien und Worte fasste, in den diversen Frontallappen österreichischer Gehirne hier und da vielleicht sogar die ersten klaren Gedanken entstehen ließ und im besten Sinne des Wortes identitätsstiftend wirkte. Identitätsstiftend paradoxerweise deshalb, weil er als Österreicher so unösterreichisch ist. Welcher Österreicher verstellt sich nicht, hat eine klare Linie, ein kompromissloses Wesen und Wollen, ist unbeirrt und nicht gefallsüchtig und bleibt sich ein Leben lang treu. Bitte das Beratungsresistente, das aus so einer inneren Haltung resultieren muss, mag er mit dem traditionellen Österreichertum teilen, aber das ist auch schon alles. Alles Weitere ist unbeabsichtigtes, sich aus einem Ich kann und ich will auch gar nicht anders Ergebendes und dient in der Verbesserung, der Veredelung des österreichischen Momentes. Und gerade weil Wolfgang Ambros so unösterreichisch österreichisch ist, gehört ihm diese hohe Auszeichnung, die ihm heute übergeben wird. Ich nehme das Verb übergeben zurück und ersetze es durch überreicht. Hochverehrter Wolfgang Ambros, oder wenn ich mir aufgrund der langen Zeit erlauben darf, lieber Wolfgang. Ich gratuliere lebhaft. Ich freue mich über die Jahre, ja Jahrzehnte, die wir gemeinsam verbracht haben und ich umarme dich innig. Und jetzt zurück ins Funkhaus, ein paar Takte Musik.